Wir sind eine Gruppe von Schülern vom MCG. Wir machen ein freiwilliges Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und wir bekommen dabei Unterstützung vom Verein Sokoma, der sich in Dresden für Nachhaltigkeit einsetzt. Und wir beschäftigen uns vor allem mit gesunder Ernährung und Plastikmüll. Wir wünschen euch viel Spaß beim Filmen. Heute waren wir in der Zentralbibel und haben gemeinsam recherchiert. Ein paar unserer Ergebnisse. Im Nordpazifik gibt es eine Plastikmüllinsel, die der Größe von Frankreich entspricht. Inzwischen enthält jede dritte Makrele Mikroplastik. In Deutschland produziert jeder Mensch im Durchschnitt 37 Kilo Plastikmüll pro Jahr. Seit 1950 wurden 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht 80 Millionen Blauwalen. Außerdem wird eine Plastiktüte im Durchschnitt 25 Minuten genutzt. Also wir haben hier Plastik in verschiedenen Zimmern gesucht und dann zusammengestellt. Ja, also eine feine Plastikflasche braucht 450 Jahre. Deswegen sind wir an die Elbe Müll sammeln gegangen, um das dann zur Kunststoffschmiede zu bringen. Und wir waren an der Elbe Müll sammeln. Und das hier haben wir gefunden. Zuerst haben wir Plastik sortiert und danach haben wir es zweimal geschreddert. Das geschredderte Plastik haben wir dann mit Hilfe einer Schmelzmaschine in die Form gepresst. Check. Okay, Vero. Gut. Den großen Moment. Und dann mit diesem Ding so. Elli, wer ist denn hier? Achso, deswegen ging das bei uns auch so einfach auf, weil nichts drin war. Mhm. Über die Kante gehen. Okay, eine ist gefüllt. Wir haben es geschafft. Und das kam jetzt am Ende dabei raus. Der vierte Tag unserer Challenge. Veronika oder Vero und ich sind gerade auf dem Weg in den Loseladen. Und das werden wir dann auch hoffentlich filmen können und dürfen. Ja, der Hintergedanke bei so einem Unverpacktladen ist natürlich in allererster Linie Müll zu sparen. Oder Müll zu vermeiden, sagen wir es mal so, Müll zu vermeiden. Ne? Das ist der ganz große Hintergedanke bei der Geschichte. Was allerdings noch ein positiver Nebeneffekt ist, ist, dass man auch noch Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt und damit auch noch Geld spart. Also mir war das ganz wichtig, hier wirklich zumindest in Deutschland zu bleiben und eben halt auch was die Zulieferer betrifft. Und generell ist es so, dass ich immer versuche, Sachen so gut wie es geht halt regional reinzuziehen. Weil es einfach mal für meine Begriffe nicht 5 vor 12 ist, sondern eine Minute vor 12, um hier noch irgendwas rumreißen zu können, was unseren wunderschönen Abwehr betrifft. Und da ist das ganze Thema Müll und Plastik im Meer und im menschlichen Darm ist das nur die eine Geschichte. Da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen. Und wenn das für einen jetzt hier praktikables Prozedere ist, dann sollte er das tun, weil jede Tüte, jede Dose, jedes alles, was im freien Handel nicht mehr nachgekauft wird, ist eingesparter Müll. Also wie bist du auf die Idee gekommen, dass du die Marktschwemme öffnest oder was hat dich dazu bewegt? Das war vor ungefähr 2,5 Jahren und ich bin in die Friedrichstadt gezogen und es gab hier nur einen Netto. Und das hat mir nicht gefallen, hier ist kein Wochenmarkt in der Nähe. Und ich habe mich schon damals mit Direktvermarktung beschäftigt
Und da die Idee kannte ich schon und ich wusste aber, dass es das noch nicht in Dresden gibt, habe ich einfach angefangen, sozusagen die Höfe zu besuchen und die Bauern zu besuchen und alle ins Boot zu holen. Spannend und lehrreich und man sollte Plastikmüll vermeiden, wo es auch geht. Ich hoffe, dass die anderen auch mehr auf Nachhaltigkeit achten, weil es echt eine schöne Erfahrung ist. Ich fand die Woche schön und ich fand es auch schön, dass wir in die Kunststoffschmiede gegangen sind. Die Projekte, die wir gemacht haben, fand ich sehr interessant, aber ich finde, man muss auch recht mobil sein, um überall hinzukommen. Ich hoffe, dass andere Leute Plastikmüll vermeiden. Es ist sehr nett, dass wir die Interviews führen dürfen. Danke dafür. Und meiner Meinung nach sollte man diese Projekte weiterverfolgen. Für mich war die Woche sehr aufregend und ich versuche, soweit es geht, den Plastikmüll zu vermeiden. Ich fand es sehr spannend, aber es ist auch sehr schrecklich, die Plastik im Meerland. Deswegen sollte man darauf achten, wenn man Plastik kauft, dass es auch richtig entsorgt wird und nicht irgendwo in der Umwelt landet. Mir hat die Woche ziemlich gut gefallen. Die Kunststoffschmiede war ein tolles Projekt. Und ich wünsche mir, dass mehr Plastik recycelt wird und weniger in der Umwelt und in den Gewässern.